Ich war letztens mit meiner Schwester in Holland, in Utrecht, und wir wollten da eigentlich shoppen gehen. Und auf einmal laufe ich an einem Laden vorbei, der draußen so ein Drehrad hatte, wo ganz viele Gellacke drin waren. Ich sag zu meiner Schwester: Oh mein Gott, wir müssen da rein. Und dann bin ich reingegangen. Wir fanden schon die ganze Aufmachung des Ladens richtig cool. Hier seht ihr 1000 Farben und ich habe mir wirklich vorgenommen, einfach nichts zu kaufen, weil ich einfach so viel Kram zu Hause habe und eigentlich nicht noch zusätzlich was brauche. Aber es war einfach so schön angerichtet. Wir fanden es beide richtig toll. Der hatte tolle Farben, der war toll aufgemacht. Also das verleitet schon sehr auf jeden Fall zum Kaufen. Und ich habe dann wirklich geschaut, was brauchst du, was hast du zu Hause und habe mich dann so ein bisschen in so zwei Pastelltöne verliebt. Die zeige ich euch dann später auch noch und habe mich dann auch noch so ein bisschen beraten lassen und hier vorne ist diese Pastellkollektion. Zwei habe ich davon mitgenommen und hier seht ihr mich gleich einmal mit dem Verkäufer. Der war super, super lieb und ich glaube ein bisschen eingeschüchtert, als er dann doch gemerkt hat, dass ich ziemliche Ahnung vom Nägel machen habe. Er fing nämlich so leicht an zu zittern mit seinen Händen, was mir ein bisschen leid hat, aber es war ein super tolles Gespräch. Er war sehr, sehr nett und jetzt zeige ich euch einmal, was ich geholt habe. So, und schaut euch mal bitte die Tasche an, die ich bekommen habe. Richtig, richtig süß, war perfekt zum Tragen und natürlich auch die Verpackung richtig toll. Mit sowas kann man uns Frauen ja immer bekommen. Finde ich richtig cool, dass sie dann nicht in der Tasche so rumgeflogen sind, sondern eine richtig schicke Verpackung hatten. Und ich sage euch direkt auch, wie teuer die Sachen waren. Ich habe die nämlich selber gekauft. So, ich habe insgesamt 57 Euro bezahlt. Habe aber auch was umsonst bekommen. Eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, weil ich habe so viel Kram hier, dass ich dachte, pff, brauchst du eigentlich nicht. Aber was mich total getriggert hat, war dieser hier. Das ist so ein Effektlack und den tragen wir als allererstes auf. Der hat gekostet, ich glaube, das ist Confetti Cream, 12 Euro. Also die sind jetzt nicht super günstig, aber ich sag mal so, die sind ungefähr wie in Deutschland. Also von daher kann man daran nichts aussetzen. Der heißt Confetti Cream Summer Revival 351 Pink Gel-Lack. Das ist die Firma, die heißt so. Und wie gesagt, es ist ein Effektlack, den macht man dann über Farben drüber. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einmal an. Oh, diese kleinen Konfetti sind einfach so süß. Ich weiß, die gibt es auch in Lindy's Nailshop, aber ich habe immer keinen Bock, die irgendwie aufzutragen oder irgendwo reinzupacken. Und dann finde ich so Lacke einfach viel besser. Schau mal bitte, wie süß ist das Ganze und es macht halt auch noch so einen milchigen Effekt. Und das packen wir jetzt einmal in die nächsten zwei sind Rubber Bases. Ich fand die Farben einfach so schön. Einmal Fluffy Yellow und Mellow Peach. Für Fluffy Yellow hat mich meine Schwester überredet und Mellow Peach fand ich sehr schön. Wir tragen jetzt als erstes Fluffy Yellow auf. Und die Rubber Bases könnt ihr ein bisschen dicker auftragen. Und aus dem Grund werde ich die jetzt auch von hinten auftragen, damit es einfach die Farbe gibt, wenn man das quasi ein bisschen dicker aufträgt, wie eine Art Aufbau. Ist nicht viel, aber es ist ja auch kein Farbgel, was man dann aufstreicht. Oder Gellack. Das gleiche mit Mellow Peach. Konsistenz ist ganz normal wie bei Gellack, aber ich glaube, von der Konsistenz her kann Didierlab eh niemanden toppen. Ich liebe die Konsistenz von Didierlab, die ist einfach mega. So, und jetzt ein kleines bisschen mehr. Mehr Deckkraft. Und schön zu den Seiten hochziehen, damit es nicht so blöd aussieht. So, das waren die drei Sachen, die ich halt kaufen wollte. Wie gesagt, eigentlich den hier nicht, aber habe mich dann doch überreden lassen und ich probiere gerne neue Sachen aus. So, und dann hieß es aber, ja, wenn man so und so viel Euro einkauft, kriegt man was umsonst. Und ja, die wissen halt, wie man es macht. Und deswegen habe ich einfach nochmal den Topcode mitgenommen, weil ich dachte, mit Versiegler kann man immer nie genug haben. Und mit dem High Gloss bin ich nicht ganz so zufrieden aktuell. Und dann habe ich den hier umsonst dazu bekommen. Also ich konnte mir jetzt aus zwei Farben einen aussuchen. Und das ist der, den ich haben wollte. Heavenly Pink Sweet Harmony 345. Und das ist ein ganz normaler Gellack. Den wir einfach schön auftragen. Und ich finde, das ist ein süßes, sehr süßes Rosa. Es gab halt, glaube ich, so ein Gelb und ein Rosa. Und da ich jetzt eh schon ein Gelb hatte, dachte ich, komm, nimmst du den nochmal mit. Deckt, also ist so ein Pastellton und ich finde, es deckt eigentlich gut. Klar, zwei Schichten sind immer besser, aber ich muss sagen, für so einen pastelligen Rosaton deckt es schon sehr gut. So, über den Effektlack benutzen wir jetzt noch einen Versiegler. Der muss nämlich immer versiegelt werden. Und ich schaue mir die Konsistenz einmal an. Nicht zu dünn, was ich schon mal sehr gut finde, und auch nicht zu dick. Also für mich perfekt. Sieht gut aus.
Über die Qualität und alles kann ich euch dann erst in ein paar Wochen was sagen. So, und das sind einmal die Endergebnisse. Und so sieht das Ganze auf der Haut aus. Für den hier habe ich, wie gesagt, nichts bezahlt, der war umsonst gewesen. Für Fluffy Yellow habe ich 15 Euro bezahlt, ist aber auch eine Raw Base, darf man nicht vergessen. Dann auch nochmal 15 Euro für Mellow Peach und für den hier waren das 12 Euro. Der Top Coat hat 15 Euro gekostet, also minimal teurer, glaube ich, als so bei Lini zum Beispiel. Aber ich finde die Effekte richtig cool und schaut mal bitte, das hatte mich nämlich so überzeugt. Das sieht einfach so cool aus. Natürlich sieht das jetzt ein bisschen milchiger aus, als es wahrscheinlich in echt aussehen würde, weil hier sind ja auch noch zwei Schichten Plastik dazwischen. Aber das passt vor allen Dingen auch auf das Gelb so richtig, richtig schön. Und ich habe schon das Gefühl, meine Nägel werden demnächst wieder neu gemacht. Und ich werde auf jeden Fall dieses Ding hier benutzen, weil ich finde es einfach so, so süß. Genau, und ich hoffe, dieser ganz kurze Haul hat euch gefallen. Und wie gesagt, zur Qualität und wie die halten etc. Und so kann ich erst in einigen Monaten etwas sagen. Und da gebe ich euch auf jeden Fall noch ein Update.